Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal um ein leicht anderes Thema gehen, und zwar um Grafiktablets. Hintergrund ist der, ich habe mir schon seit Jahren ein Grafiktablet gewünscht, habe auch da schon einige Modelle ausprobiert, allerdings immer Grafiktablets ohne Display. Das heißt, man hat einfach nur eine schwarze Fläche, auf der man zeichnen möchte, und ich habe festgestellt, das holt mich nicht so ab. Also ich kann damit nicht so gut arbeiten, wie ich eigentlich gerne arbeiten möchte. Und deshalb wollte ich unbedingt ein Grafiktablet mit Display haben. Jetzt ist es so, wenn man an Grafiktablets denkt, dann führt eigentlich kein Weg an welchem vorbei. Die sind halt Marktführer, und was die herstellen, ist auch wohl allererste Sahne, so wie ich mich informiert habe. Und das Problem bei mir ist allerdings, ich brauche es jetzt nicht unbedingt für den professionellen Einsatz und ich möchte halt hin und wieder mal damit arbeiten. Deshalb kam es für mich jetzt nicht in Frage, 700, 800 Euro für so ein professionelles Grafiktablet auszugeben. Und ich habe mich einfach mal nach günstigen Alternativen umgeschaut. Ja, und so bin ich auf dieses Huion Canvas aufmerksam geworden. Und genau dieses möchte ich euch heute mal etwas genauer vorstellen. Viel Spaß beim heutigen Video. So, ich habe jetzt das ganze Setup hier jetzt mal aufgebaut. Das hier ist das Huion Canvas 16 Pro. Das heißt, die Diagonale beträgt 16 Zoll. Von der Größe her erinnert es ungefähr an ein DIN A3 Blatt. Die Breite beträgt, soweit ich weiß, 43, 44 cm. Die Höhe liegt bei, ich kann noch mal kurz nachschauen, ich glaube 22 cm ungefähr. Auf fast 25 cm. Das heißt, es ist also schon ein ordentliches Kaliber an Tablet. Auf der linken Seite hat man zum einen den Ein- und Ausschaltknopf. Und halt frei belegbare Tasten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mit Photoshop arbeitet, da gibt es ja für die ganzen Werkzeuge auch Tastaturkürzel. Und so kann man sich dann halt die Tasten jeweils belegen. Zum Beispiel hier oben legt man das Transformieren hin, hier im nächsten Taster das Auswählen-Werkzeug und so weiter und den Pinsel oder sowas. Und so kann man das Ganze dann wunderbar für sich selber konfigurieren. Wichtig ist halt, dass man als allererstes dieses Huion Tablet, diese App hier installiert, also diesen Treiber. Dafür ist es wichtig, das steht auch in der Anleitung dabei, wo man den Treiber herunterladen kann. Und bevor man das installieren kann, muss man andere Grafik-Tablet-Treiber leider deinstallieren. Also wenn ihr jetzt alternativ zum Beispiel noch eins von Wacom besitzt, müsstet ihr da wirklich zuerst den Treiber deinstallieren, dann den Treiber für das Huion Tablet installieren und danach den von Wacom ebenfalls wieder installieren. Das ist etwas komisch gelöst. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt da wohl immer wieder Probleme. Das ist halt so ein kleiner Nachteil dabei. Wenn man die Software installiert hat, kann man dann hier über Taste drücken, zum Beispiel die ganzen Tasten so belegen, wie man das belegen möchte. Und unter dem Bereich Arbeitsbereich sieht man, welcher Bildschirm gerade verwendet wird. Also ihr seht hier auf dieser Software, da sind meine drei Bildschirme zu sehen, der 32 Zoll Curved und die beiden äußeren Monitore. Wenn man hier mit dem Tablet arbeiten möchte, ist es wichtig, dass man zuerst hingeht auf den Desktop, rechte Maustaste, und unter Anzeigeeinstellungen, Moment, jetzt hole ich den Bildschirm mal kurz rüber, unter Anzeigeeinstellungen seht ihr es hier schon, ich habe meinen linken Monitor dupliziert. Das macht man hier unten. Desktop 2 auf 4 duplizieren. 4 wäre das Tablet. Ganz einfach aus dem Grund, damit man auch sieht, wenn ich jetzt hier etwas ändere, dass es auch auf dem Monitor zu sehen ist. Beziehungsweise, mir geht es ja eher darum, dass es genau andersherum ist, dass ich Sachen, die ich hier auf dem Monitor sehe, auch auf dem Tablet bearbeiten kann. Das Ganze ist jetzt etwas kompliziert für mich, weil ich mit dem ausgestreckten Arm arbeiten muss. Aber nur um mal zu zeigen, wie das geht. Und was man hier noch machen sollte, ist diese Monitorkalibrierung. Die seht ihr also hier unten. Da klickt man einfach drauf. Dann wird auf dem Monitor und auch auf dem Tablet einmal so Fadenkreuze dargestellt. Die muss man dann halt anklicken. Insgesamt sind es 9 Stück. Man sollte halt versuchen, die auch wirklich so genau wie möglich zu treffen. Und danach ist der Monitor dann kalibriert.
Das sollte man auf jeden Fall immer machen, wenn man beispielsweise den Standort gewechselt hat oder wenn das Tablet ziemlich lange irgendwo gelegen hat und man möchte es jetzt mal wieder verwenden, dann sollte man als erstes so eine Monitorkalibrierung machen. So, und jetzt geht es halt darum, wenn ich zum Beispiel mit Photoshop arbeite, ich habe hier ein neues Bild, ich habe das jetzt auf Drucksensitivität eingestellt. Das heißt, wenn ich leicht drauf drücke, ich mache den Pinsel mal etwas kleiner, wenn ich jetzt hier leicht drauf drücke, dann habe ich nur leichten Farbauftrag und umso fester ich drücke. Und ansonsten kann man halt wunderbar damit arbeiten. Das klappt also hervorragend. Was natürlich auch sehr gut ist, wofür ich es in erster Linie geholt habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich sage, ich möchte ein Bild manipulieren, indem ich zum Beispiel hingehe und sage, okay, hier der Mond, der ist wunderschön, aber ich hätte da gerne noch ein paar Sterne dabei gehabt, dann kann ich natürlich jetzt hier wunderbar Sterne dazu malen. Viel wichtiger ist es aber halt beim Retuschieren. Ich mache die beiden Bilder mal hier zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Bild nehme und ich sage beispielsweise diese Stange hier, die stört mich jetzt gerade, dann kann ich das hier oben wunderbar von der Größe wieder anpassen, die Pinselspitze. Ich mache es noch etwas größer. Und male dann hier drüber, beziehungsweise bearbeiten einen Schritt zurück, weil ich will ja nicht malen, sondern ich will das Ganze ausbessern. Und dann kann ich hier wunderbar drüber malen. Natürlich kann man das Ganze auch mit der Maus machen. Ich meine, ich habe jetzt gefühlt, oder ich habe definitiv über 20 Jahre mit der Maus gearbeitet. Und natürlich kann man das auch wunderbar alles mit der Maus machen. Das ist gar keine Frage. Ich finde aber, dass das Arbeiten mit dem Tablet die ganze Sache wesentlich erleichtert. Wenn ich jetzt sage, dass ich hier das wegretuschieren möchte, dann kann ich hier wunderbar hingehen und kann wirklich sehr detailliert genau an den Konturen entlang fahren. Und das ist das, was mir wichtig war, denn ich möchte natürlich so viel wie möglich von dem Originalbild behalten und nur die Bereiche wegretuschieren, die mich auch tatsächlich stören. Denn natürlich, wenn ich jetzt mit der Maus darüber fahre, ich kann das gleich mal vergleichsweise zeigen. Das dauert jetzt hier etwas länger, bis dass ich das ausgemalt habe, weil ich natürlich eine kleine Spitze genommen habe. Wie gut das Retuscheergebnis wird, hängt natürlich davon auch ab, mit welchem Programm man arbeitet. Aber ihr habt es jetzt gesehen, ich habe wirklich nahezu direkt an den Konturen der Person entlang gemalt und habe diese dann wegretuschiert. Mit der Maus würde das natürlich auch gehen. Man malt aber zum einen viel unpräziser und man hat, ja, wie soll ich das sagen, man hat viel mehr Flattern in den Linien drin. Also wenn ich jetzt mit der Maus zum Beispiel hier eine Welle malen möchte, dann wird die zum einen immer gleich dick, weil ich natürlich hier nicht mit verschiedenen Druckempfindlichkeiten arbeiten kann. Und ihr seht, dass das zackt immer so ein bisschen aus. Und beim Stift ist es so, wenn ich jetzt hier eine Linie malen möchte, das war jetzt auch alles mit gleicher Druckkraft. Aber ihr seht, das Ganze wirkt viel harmonischer und hat nicht so Ausbrüche wie jetzt hier zum Beispiel in dieser Ecke oder hier, dass das hier so abgekantet ist, sondern man hat wirklich richtig schöne Rundungen. Und das sind Vorteile, die bietet halt ein Grafiktablet. So, und das ist für mich ein absoluter Mehrwert. Das Ganze ist zu einem Preis von 300, ich glaube 329 € zu haben. Die 16 Zoll Diagonale mit Full HD Auflösung. Dann gibt es noch eine 4K Version. Das heißt, ihr habt ein Display mit 4K Auflösung. Das würde etwa 700 € kosten. Was auch noch wichtig ist, hier ist natürlich so ein Verbindungskabel. Man muss diesen Monitor ja mit dem PC verbinden und dafür hat man hier ein Kabel, das endet hier auf der Seite mit USB-C und auf der anderen Seite ist es gesplittet in drei Kabel und zwar Stromversorgung, HDMI und USB. USB dient natürlich dafür, dass die Daten, die man mit dem Stift hier macht, auch auf dem PC landen und das HDMI ist dafür da, dass man es halt auch grafisch sehen kann auf dem Display, was man hier macht. Und das Kabel hat ungefähr eine Länge von, ja, ich sag mal so 1 Meter, 1,50 Meter wird es ungefähr gewesen sein. Das war für mich hier zu kurz.
weil mein Schreibtisch ist schon 2 Meter breit. Deswegen musste ich mir nochmal ein 2 Meter HDMI-Verlängerung kaufen und eine 2 Meter USB-Verlängerung. Die haben mich zusammen 15 € gekostet. Und dann halt dieser Tablet-Ständer hier, beziehungsweise ich glaube, der wurde Laptop-Ständer beim Händler genannt. Der hat mich auch nochmal 15 € gekostet. Also das ganze Setup mit Kabel und mit Ständer 360 €. Und das ist ein Preis, da gehe ich mit. Das finde ich gut. Das kann man sich mal leisten oder mal erlauben, wenn man halt damit arbeiten möchte. Und das war es mir dann tatsächlich auch wert. So, was kann ich noch dazu sagen? Das Tablet hat so gut wie gar keine Wärmeentwicklung. Also hier auf der Seite, wo der Anschluss für das Stromkabel ist. Okay, das ist nahezu überall gleich warm, beziehungsweise gleich kalt, denn es hat kaum eine Hitzeentwicklung. Hier direkt wird wahrscheinlich das Netzteil sitzen, also oben rechts in der Ecke. Da ist es minimalst wärmer. Also wirklich, es ist nicht heiß. Man merkt halt nur einen Temperaturunterschied zur restlichen Fläche. Es sind auch wohl keine Lüfter oder irgendwas verbaut. Das Gerät ist mucksmäuschenstill, also man hört wirklich nichts davon. Ihr könnt ja mal kurz hören. Also man hört wirklich gar nichts. Das ist absolut beeindruckend. Davor hatte ich so ein bisschen Angst. Und was mir aufgefallen ist, das Tablet ist sehr leicht. Das ist vielleicht ein Vorteil wie auch ein Nachteil. Ganz einfach, ich denke mir, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Wacom-Tablet kauft, da wird es schon deutliche Preisunterschiede geben. Beziehungsweise die gibt es definitiv. Ganz einfach da, deshalb, weil Wacom auf hochwertige Materialien setzt. Da ist der Rahmen zum Beispiel aus Aluminium oder halt aus einem sehr hochwertigen Wertstoff. Genauso wie das Glas ist auch ein echtes Glas. Hier bei diesem Huion-Tablet bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich Glas ist oder nur so ein hochwertiger Kunststoff. Der Rahmen hier ist komplett aus Kunststoff, beziehungsweise hier ist, glaube ich, fast alles aus Kunststoff an diesem Tablet. Man muss natürlich irgendwo sparen, wenn man das Gerät für 329 € raushauen will. Und bei Wacom wird es halt so sein, dass man da wirklich hochwertige Materialien hat, die wahrscheinlich auch, ja, ich sag mal, eine längere Lebensdauer haben. Also bei dem Tablet ist es so, ich möchte es jetzt ungern zum Beispiel transportieren, weil ich Angst hätte, dass mir hier vielleicht die Oberfläche zerkratzt oder dass es mir im schlimmsten Fall vielleicht sogar bricht. Und bei einem Wacom-Tablet, das merkt man schon, wenn man die beiden Geräte mal in die Hand nimmt, weil ich hatte sie im Laden beide in der Hand. Das Wacom-Tablet ist also geschätzt fast doppelt so schwer wie dieses Huion-Tablet. Und das spricht halt dafür, dass die da wesentlich dickeres Glas verwenden, der Rahmen wahrscheinlich viel stabiler ist und so weiter und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Beim Display ist es so, ich muss sagen, vielleicht sieht man das ja hier auch, das Display ist sehr farbneutral. Also ich merke, dass ich auf dem richtigen Monitor schon höhere Kontraste habe und die Farbwiedergabe ist etwas, ja, ich sag mal, gesättigter. Ich denke aber, dass es hier nur Einstellungssache ist. Aber nichtsdestotrotz hat man hier ein fantastisches Bild. Oder auch die Schrift, die ist in allen Bereichen lesbar. Also egal, ob das hier die Schrift ist oder hier diese noch kleinere Schrift, hier diese, was ist das, 9-Punkt-Schrift, die kann man sogar sehr gut lesen. Das selbst ich, der jetzt nicht die schärfsten Augen hat, aber man kann alles wunderbar lesen. Es ist nichts verschwommen oder unscharf. Das wiederum finde ich hier auch sehr gut. Aber auch da wird es natürlich zu höherpreisigeren Tablets Unterschiede geben, die mir aber jetzt nicht so wichtig sind. Ich sehe hier das Bild drauf. Ich sehe genau, okay, ich kann jetzt hier retuschieren, kann das wunderbar treffen. Für mich ist das jetzt etwas schwierig, wie gesagt, mit dem ausgestreckten Arm, aber ihr seht das. Man kann wunderbar die Bereiche auswählen. Was auch sehr interessant ist, bei meinem alten Tablet, da war es so, da musste man fast einen 90-Grad-Winkel einhalten. Also ich meine, vom Stift zum Tablet musste man fast auf 90 Grad malen, damit der Stift auch wirklich da malte, wo man hin wollte. Und hier ist es so, man kann das auch ruhig so ein bisschen geneigt halten. Das ist überhaupt kein Problem. Also bis zum gewissen Neigungswinkel arbeitet der Stift sehr zuverlässig mit. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden mit diesem Grafiktablet. Für den Preis ist es absolut okay. Für meine Zwecke ebenfalls voll okay. Es erfüllt all das, was ich mir vorgestellt habe oder was ich erwartet habe. Für
professionelle Zeichner oder für Grafikstudios oder so. Ich denke mal, da macht es Sinn, wenn die auf höherpreisigere Produkte zurückgreifen, weil die halt täglich damit arbeiten, weil die über viele Jahre damit immer wieder arbeiten wollen. Bei mir ist es halt so, ich brauche das Tablet vielleicht 2, 3, 4 Mal im Monat, wenn denn überhaupt, um halt mal ein paar kleine Sachen retuschieren zu können. Und ansonsten liegt das Teil die meiste Zeit wahrscheinlich in der Schublade. Und ja, dafür reicht das Gerät allemal. Es ist wesentlich, wirklich wesentlich besser als wie diese Tablets, die ich zuvor hatte, ohne grafisches Display, wo man also nur auf dieser schwarzen Fläche arbeitet. Da ist das hier schon ein absoluter Gewinn, wenn man damit arbeitet. Alleine, weil man wirklich genau sieht, ah, okay, ich bin jetzt da mit dem Stift, dann kann man hier retuschieren. Und das ist halt mit den displaylosen Geräten, ist das unglaublich schwierig, weil man immer wieder gucken muss, ah, okay, da bin ich jetzt mit dem Stift, wo bin ich denn auf dem Monitor, ah, da wollte ich hin, da muss man wieder immer korrigieren. Und das war mir halt zu blöde. Aber hier ist es so, ich sehe jetzt, ah, okay, hier ist ein Blatt, das stört mich, da ist was, das stört mich. Und zack, ist das weg. Und man gewinnt halt Zeit. Natürlich kann man all diese Retuschearbeiten auch mit der Maus machen. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe die letzten 20 Jahre selber ausschließlich mit einer Maus gearbeitet. Aber man merkt halt den Unterschied. Das Arbeiten mit einem Grafiktablet ist viel präziser, meiner Meinung nach sogar schneller, weil man halt wirklich genau da malt, wo man auch malen möchte. Und man kann viel schneller zu einzelnen Punkten wechseln, wenn man die sieht und da was machen, als wie mit der Maus. Weil mit der Maus muss man immer zuerst den Weg auch wirklich zurücklegen und muss schauen, ah, passt das jetzt genau da? Und mit dem Stift ist es wirklich so, okay, da stört mich jetzt was, zack, weg ist es. Da stört mich was, zack, weg ist es. Also, wie gesagt, ich bin mega davon begeistert. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Review darüber, dass ihr auch mal seht, was für Vorteile so ein Tablet bringt, beziehungsweise was genau bietet jetzt das Huion Canvas 16 Pro. Wie gesagt, es gibt noch eine 4K-Version davon, die ist dann teurer. Es gibt auch kleinere Displays, ich glaube, die fangen so bei 7 Zoll oder 8 Zoll irgendwas an und gehen bis zu 24 Zoll. Das sind also schon richtige Kaliber. Das wäre mir persönlich jetzt zu groß gewesen, weil ihr seht es ja hier, der Rand, der drumherum ist, der ist nochmal größer. Und wenn ihr also ein 24 Zoll Tablet habt mit einer 24 Zoll Diagonale, dann noch den Rahmen darum, dann habt ihr also so einen riesen Apparat da vor euch stehen. Das wäre mir persönlich jetzt einfach zu viel des Guten. Die Größe finde ich absolut optimal. Und ja, so viel zum Huion Canvas 16 Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da oder auch mal einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Es geht interessante weiter in den nächsten Wochen, weil ich habe noch einige andere Artikel, die ich euch vorstellen möchte. Die gehen dann eher so in Richtung, ja, Richtung eigentliches Filmen, weil ich mir einige Produkte gekauft habe, die halt die Qualität meiner Outdoor-Videos demnächst etwas steigern sollen. Und die möchte ich euch auch nach und nach vorstellen. Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.